Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Pinselpoten-Kanal. Heute mit einem neuen Bullet Journal Video für euch. Ich zeige euch meine neuen Listenseiten und was es damit zu tun hat und wie ich sie erstellt habe. Und dann erkläre ich euch noch ein bisschen, was ihr damit anfangen könnt und gebe euch ein bisschen neue Inspiration. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Zuallererst wollte ich ein bisschen Ordnung in mein chaotisches Facebook-Seitensystem bringen. Ich als Selbstständige muss natürlich auch ein gewisses Maß an Werbung machen und man sucht sich dann einfach so ein paar Facebook-Seiten raus, wo man vielleicht mal ein, zwei Bilder posten kann zu einem Thema, was passt. Und da das aber relativ viele Seiten sind, wenn man zu vielen Gebieten was zeigen möchte, also bei mir ist das ja dann zum Beispiel Pferdefotografie, Hundefotografie und so weiter und so fort oder Künstlerisches, braucht man natürlich dementsprechend auch viele verschiedene Gruppen und Seiten, die man da benutzen kann. Und weil man da ab und zu mal was vergisst, was natürlich dann auch schade ist, weil vielleicht hat man da potenziell neue Kunden dabei, habe ich mir gedacht, ich mache eine neue Listenseite, wo ich quasi meine ganzen Facebook-Gruppen einschreibe. Und das ist jetzt hier die erste Seite. Und da habe ich mir so eine große Tabelle angelegt und die in die verschiedenen Bereiche unterteilt. Also Pferde, Hunde, Künstlerisches, YouTube, wo ich das eigentlich alles überall ein bisschen posten könnte, um einfach den Überblick nicht zu verlieren. Genau. Und dort werde ich dann alle Seiten eintragen und dann kann ich, wenn ich zum Beispiel ein neues Foto habe, gucken, in welche Gruppe oder auf welche Seite ich das gerne posten möchte und damit halt ein bisschen ja, Werbung machen kann. Auf der anderen Seite seht ihr meine Statistikseite und diese Seite habe ich mir schon länger gewünscht, weil ich es unglaublich interessant finde, zu sehen, wie sich die Social Media Accounts quasi über die Monate entwickeln. Und genau, die Tabelle, die ich jetzt gerade ausfülle, dient dazu, dass ich dann immer meine neu gewonnenen Follower eintrage. Unterteilt habe ich es dabei in meine Facebook-Fotoseite, meine Facebook-Kunstseite, meine Instagram-Fotoseite und meine Instagram-Kunstseite sowie meinen YouTube-Kanal. In der Tabelle darunter trage ich dann meine Meilensteine ein. Das sind einfach nur pro Seite quasi eine gewisse Followerzahl und dann werde ich das quasi markieren, wenn ich das erreicht habe, um einfach zu gucken, ja, wie schnell steigt denn meine Abonnentenzahl. Oben rechts habe ich dann noch ein Diagramm zu meiner Bildanzahl pro Fotoshooting. Das heißt ja, meine Kunden bestellen pro Fotoshooting natürlich eine unterschiedliche Anzahl von Bildern. Persönlich habe ich es immer gern, wenn es um die 10 Bilder sind. Und ja, das ist einfach dazu da, um zu schauen, ja, wie viele Bilder werden denn so im Schnitt pro Shooting bestellt. Und das trage ich mir dann mit einer ja, Diagrammlinie quasi ein und kann dann auch pro Monat ausrechnen, wie viel im Schnitt pro Shooting bestellt werden. So, weiter geht's mit einer coolen Seite. Ist jetzt nichts zum Thema Business oder Ähnlichem, sondern eigentlich was für jeden, der gerne kocht, sage ich mal so. Und das mache ich eigentlich auch fast jeden Tag. Und genau, und zwar ist es eine Speisekarte. Das heißt, ich dachte mir, ich könnte mir alle Gerichte, die ich so kenne, vielleicht auf eine Seite bringen, weil ich denke, jeder kennt das. Er sitzt dann da und weiß dann nicht so richtig, was er kochen soll in der Woche oder am Tag. Und ja, ich hole mir dann eigentlich immer gerne neue Inspiration. Aber man kennt ja eigentlich schon so viele Rezepte. Man müsste sie halt bloß mal wieder so vor Augen haben, um dann mal wieder Lust drauf zu haben, das zu kochen. Und deswegen dachte ich mir, mache ich so eine Speisekarte. Und die habe ich unterteilt in ja, Nudeln, Kartoffeln, Reisgerichte. Low Carb esse ich auch manchmal, also quasi ohne Kohlenhydrate und halt anderes, was man jetzt nicht so einordnen kann in diese ganzen Speisen, jetzt zum Beispiel Pancakes, Pfannkuchen oder irgendwie sowas in der Art, gehört ja jetzt nicht zu Nudeln oder Kartoffeln, sondern irgendwie eine Mehlspeise, aber das wollte ich jetzt nicht extra machen, weil davon kenne ich dann halt auch nicht so viele. Und ja, das Ganze habe ich dann mit diesen kleinen niedlichen Bildchen da verziert. Am besten finde ich mein Steak bei Low Carb, das man jetzt als solches vielleicht nicht unbedingt erkennen kann.
Koloriert habe ich hier mit meinen Polychromos. Packe ich auf jeden Fall in die Infobox, wo ihr die bestellen könnt. Und kann ich nur empfehlen, das sind sehr, sehr, sehr gute Buntstifte. Ich kenne auch einige Künstler, die mit Polychromos wundervolle Zeichnungen machen. Ist aber für realistische Zeichnungen jetzt nicht so mein Medium, deswegen mache ich damit auch nicht mehr ganz so viel. Aber für sowas zum Beispiel nutze ich sie trotzdem noch sehr, sehr gerne, weil man damit halt sehr kräftig zeichnen kann. Genau. Mich würde interessieren, wenn wir gerade beim Thema Gerichte sind, ob ihr vielleicht gleich ein paar tolle Ideen für mich habt. Irgendwelche coolen Gerichte, die ja, man jetzt vielleicht nicht so immer kennt, sondern einfach so ein paar neue Ideen. Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr am liebsten esst. Das würde mich interessieren. Die nächste Seite ist auch sehr passend dazu. Und zwar dachte ich, mache ich einen Meal Planner sowie eine Shoppinglist. Weil ich habe mir irgendwie über die Zeit angewöhnt, dadurch, dass ich Netto bei mir im Haus habe, dass ich jeden Tag einkaufen gegangen bin. Und das ist natürlich irgendwann etwas zeitaufwendig, beziehungsweise auch für den Geldbeutel jetzt nicht so gut, als wenn man einmal die Woche einkaufen geht. Und von daher kam die Idee, dass ich vielleicht doch schon am Anfang der Woche planen kann, was ich so unter der Woche essen möchte und dann halt Anfang der Woche dazu einkaufen gehe. Und ich muss sagen, es klappt eigentlich viel, viel besser als gedacht. Normalerweise bin ich eher so ein Mensch, die, naja, ich muss halt Appetit auf etwas haben, damit ich es essen kann. Aber ich muss sagen, es funktioniert eigentlich ganz gut, weil alles, was ich in meiner Liste habe, eigentlich immer gut schmeckt. Genau. Und wie ich das jetzt aufgebaut habe, also man sieht ja, ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch, also alle Wochentage links aufgereiht. Und damit ich das nicht jede Woche neu machen muss, werde ich dort immer Post-its reinkleben, die ich dann natürlich auch immer rausnehmen kann. Die Post-its werde ich dann halt eben mit den Gerichten füllen, die auf der Speisekarte auf der Seite zuvor zu finden sind. Und dann halt, wenn ich das dann gegessen habe, auch wegnehmen. Und wenn ich halt zum Beispiel mal in der Woche essen gehe oder so und ein Menü jetzt nicht kochen konnte, dann kann man das einfach für die nächste Woche quasi mit übernehmen. Und ja, so hat man eigentlich immer ein sehr abwechslungsreiches Kochen, sage ich mal. Und man isst nicht ständig irgendwie was doppelt, was natürlich aber auch nicht schlimm ist. Jeder kann ja essen, wie er will. Aber ja, ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil so habe ich auch mal wieder ein paar Gerichte auf meiner Liste, wo ich mir dachte, boah, das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gegessen. Und da hätte ich jetzt eigentlich auch schon wieder voll Appetit drauf. Und ja, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Auf der anderen Seite ist jetzt die Shoppinglist dazu. Da werde ich einfach immer meinen Einkaufszettel eintragen oder draufkleben und ja, muss draufschreiben, was ich einkaufen muss dazu. Und den kann man dann halt auch pro Woche einfach wieder rausnehmen und so muss man das nicht immer neu machen und es sieht halt einfach ziemlich cool aus. Genau, hier seht ihr jetzt schon meine ganzen Post-its, die ich da reinmache und die werden dann jede Woche erneuert. Genau, und mein Einkaufslistzettel, den klebe ich auch einfach fest und dann kann ich das alles super eintragen. So, die nächste Seite ist etwas für alle Hundehalter da draußen. Ich hoffe ja, auch bei meinen Bullet Journal Videos schauen ein paar Hundehalter mit zu. Und zwar geht es um meinen Bathplan. Auch den hatte ich jetzt immer irgendwo rumfliegen und dadurch, dass er immer in der Küche rumgeflogen ist, sah der auch irgendwann echt nicht mehr so, naja, ich sag mal appetitlich aus. Und ich dachte mir, ja, genau das passt natürlich auch perfekt in ein Bullet Journal. Und deswegen habe ich mir jetzt den Bathplan übernommen. Und zwar für alle drei Tiere auch gleich. Muss dazu aber sagen, dass ich Anila und Zelda jetzt eher weniger barfe, aber das gerne irgendwann versuchen möchte. Aber da muss ich mir einfach noch ein bisschen ausrechnen, wie das finanziell so ist. Wir sind ja alle Menschen und wir sind alle nicht perfekt. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass Anila das Barfen nicht ganz so gut verträgt. Sie bekommt halt sehr, sehr viel Durchfall davon teilweise. Und von daher bekommt sie nicht regelmäßig Barf. Und es ist auch einfach so, dass das ganze Fleisch irgendwo gelagert werden muss. Und ich habe keinen gigantisch großen Gefrierschrank, sondern nur einen kleinen Gefrierwürfel. Und von daher
ist das auch schwer. Aber wenn ich vielleicht irgendwann mal einen größeren Gefrierschrank habe, könnte man auch alle drei werfen. Aber es ist, finde ich, trotzdem auch eine finanzielle Sache. Wenn ihr da anderer Meinung seid, dann könnt ihr mir das super gerne schreiben. Aber ja, wenn ich jetzt gutes Trockenfutter kaufe, dann bezahle ich so für 15 Kilo meistens um die 50 bis 60 Euro. Und ja, bei Fleisch ist das halt trotzdem mal was anderes, weil Anila würde 600 Gramm am Tag bekommen und das ist halt eine ganze Packung von dem Frostfleisch, was ich kaufe. Und für Abby reicht halt so eine Packung teilweise 4 Wochen, beziehungsweise halt, wenn es sowas wie Pansen oder wie Innerei ist, auch mehrere Monate. Und bei Anila ist das halt einfach alles schon mit einer Woche weg und das ist dann schon, glaube ich, relativ teuer. Wie gesagt, ich lasse mich gerne auch vom Gegenteil überzeugen. Aber trotzdem, früher oder später möchte ich es halt gerne mal versuchen durchzuziehen, wenn es dann soweit passt. Aber ja, ich finde, jeder sollte sein Tier so ernähren, wie er es für richtig hält. Klar, Aldi und Netto Billigfutter ist jetzt vielleicht nicht die beste Wahl, aber das muss jeder mit seinem Gewissen quasi selber vereinbaren. Ich verurteile um Gottes Himmels Willen da niemanden, wenn er das so und so macht. Aber ja, ich sage immer trotzdem, die natürlichste Ernährungsweise ist meiner Meinung nach immer noch die beste. Aber man muss es auch schauen, nicht jeder hat super viel Geld übrig, sage ich mal, um sich das auch leisten zu können. Und deswegen, liebe Leute, leben und leben lassen. Jeder kann es machen, wie er möchte. Und außerdem, mal am Rande bemerkt, finde ich das auch immer witzig, wenn Leute ihre Hunde super top ernähren, aber selber halt absolut gar nicht auf ihre Ernährung achten und, sag ich mal, da wegstecken und dort nicht viel für ihre eigene Ernährung ausgeben, aber dafür Unmengen an Geld für die Ernährung des Hundes ausgeben. Also das ist schon krass. Sollte man vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken. Aber wie gesagt, jeder kann das für sich selber entscheiden. Zurück zum Bullet Journal. Bitte wundert euch nicht, warum das jetzt anders aussieht. Da war nämlich meine Kamera, der Akku leer und deswegen konnte ich da nicht mehr filmen. Also ist er jetzt schon fertig. So, also links haben wir jetzt eine Übersicht für die Wochenangaben. Das heißt, wie viel Gramm Muskelfleisch, Pansen und Innereien und so weiter und so fort brauchen die Tiere pro Woche. Und rechts ist dann der passende Barfplan dazu, also wo dann steht Montag, Dienstag bis Sonntag, was sie da bekommen, was für Zusätze, ob Gemüse, Obstmischung und ja, Kräuter und so weiter. Und ganz unten habe ich nochmal so eine Monatsübersicht, also wie viele Packen ich von was pro Monat bestellen müsste. Wundert euch nicht, dass bei Zelda alles frei ist. Ich muss erstmal mit dem BARF-System bei Katzen klarkommen. Wenn da jemand Erfahrungen hat, schreibt es mir bitte super gerne in die Kommentare. So, zum Schluss nochmal meine letzte Doppelseite. Und zwar ist das so eine Art Ideenseite, sage ich mal. Links kommen neue Ideen fürs Bullet Journal rein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas Neues habe, zum Beispiel möchte ich jetzt bei meinem Training im Gym einfach so eine Seite machen, wo meine Ziele reinkommen, was ich mal erreichen möchte. Und auf der rechten Seite meine Ideen für die 30-Tage-Challenge, weil ich jetzt ja diese Challenges öfter machen möchte. Und ja, sobald ich da eine Idee habe, kann ich das da sofort reinpacken. Ja, damit wäre ich eigentlich auch am Ende des Videos und hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und hoffe natürlich auch, dass ihr abonniert und beim nächsten Mal einschaltet. Macht's gut und ciao!